So, wo fahre ich jetzt überhaupt gerade hin? Ich versuche gerade mal zu rekapitulieren. Ich glaube, wir müssen für die Pilzprobe PP Pilzprobe nach hier. So, vorne links bei der Aurora, da ist dieser Pilzwald, glaube ich. Fagwind ist da! Oh, schreibt mal alle schnell Hi at Fagwind in den Chat. Da freut der Viewbot sich wieder. Unser persönlicher kleiner Viewbot, der Fagwind, der schaut uns wieder zu und guckt, was wir hier so für Schabernack machen. Hoffentlich spawnt kein Reaper vor meiner Nase, ne? Wie wir es schon mal hatten in vergangenen Tagen. Achso, falls ihr euch... Dankeschön, Kurierklumpen! Falls ihr euch fragt, ja, was machst du mit der Kohle? Das würde ich natürlich in das Let's Play stecken. Denn ich habe sehr viel vor. Was ist hier mit den Bäumen los? Ah, okay. Ich habe schon einiges vor. Unter anderem möchte ich langsam auf ein besseres Mikrofon umsteigen. Und zwar... Kann ich das so machen hier? Kann ich dich hauen? Ich kann dich hauen. ich möchte gerne auf ein... Habe ich jetzt zwei? Na, ich nehme mal lieber zwei mit. Auf ein XLR-Mikrofon umsteigen. Mit Mischpult. Da habe ich jetzt irgendwie einen Narren dran gefressen. Wo ist mein Jimmy? Hey, ich mag das nicht, dass ich jetzt keine Hinweise mehr bekomme. Das ist fies. Bitteschön, Jan. Dankeschön. So, das kann ich streichen. Moment, die Pilzprobe. Und jetzt... Stielauge und Geisterranke. Tja. Stielauge. Wie sieht denn das aus? Kann man da nicht ranzoomen? Das ist fies. Ja, verschluck dich halt am Tee, du Idiot. Entschuldigung. Ja, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück in das creepige Gebiet von den Creepvines. Und dann gucken wir, ob wir da... Hallo. Ruckel. Dann gucken wir, ob wir da die... die Geisterranke finden. Klong. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ibims. Ein U-Boot. Der Jimmy. Wetten, ich finde das nicht. Das war... Mittlerweile müsste ich es doch eigentlich kennen. Bisschen lauter können wir wieder machen. Der Jimmy ist echt leise. Das war südwestlich oder nordwestlich von unserer Base. Ich guck mal gerade, wo ist unsere Base? Hui, da ist unser Cyclops. Schlonk. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. So, hier ist unsere Base. Und ich meine... So in dieser Richtung, westlich. Irgendwo westlich. So, Funkprinzip her waren das richtig. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Schön. Ich finde das gut, dass man mit euch solche Scherze machen kann. Weil manche sind dann vielleicht noch ein wenig pikiert und sagen, was macht ihr denn für komische Witze? Aber so Funkhumor her verstehen wir uns. Wir sind hier so. Nein, man muss, ein bisschen Spaß muss auch sein, sonst wird es hier zu trocken und das will niemand. Lalala, Navid91, oh, ein neuer Name, hallo Navid91, danke fürs Einschalten und fürs bisherige Dabeibleiben. Ich finde das schön, dass immer noch neue Namen hier zu lesen sind, auch wenn wir gerade, ja, wieder mal auf der Suche sind nach den Materialien für das Enzym. Und ich meine, hier bin ich wrong. Hier bin ich wrong. Hier muss ich noch ein bisschen nach Norden. Ich weiß es aber auch nicht so wirklich. Ich gehe kurz duschen und Essen kaufen. Ja, viel Spaß. Schick uns Fotos von beidem, bitte. Das interessiert die Ladies. Müsste hier nicht langsam mal diese dunkle Spalte kommen? Die creepige Spalte? Irgendwo hier, hinter dem Berg? Hinter dem nächsten Berg müsste sie eigentlich kommen, sagte er nach 10 weiteren Bergen. Das hier, das kommt mir so gar nicht bekannt vor. Okay, aber hier ist
Die Wüste, das ist... Ah ja, doch. Irgendwo hier in dem Gebiet müsste das jetzt gleich sein. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht völlig im Stich lässt. Das war in der Nähe von dem Wüstengebiet und diesem Forest hier. Oder nicht? Doch, irgendwo hier war das. Doch, doch. Das muss. Da? Nee. Irgendwo müsste es gleich sein. Ich bin da guter Dinge. Hier? Nee, hä? Manno! Aber wir sind richtig. Meine Nase sagt mir das. Nee. Hä? Da ist die... warte mal, was ist denn das? Seht ihr das? Warte mal. Ich spring mal hoch und achtet jetzt mal genau auf das Heck der Aurora. Achtung! Da ist ein... Ach, das ist unser Boot! Nee, nee, dann hatte ich das perspektivisch falsch gesehen. Ich dachte schon, ich hätte eine zweite Cyclops gesehen. Boah. Ich hatte kurze Hoffnung. Hey, da ist noch jemand. Hallo, hier bin ich. Irgendwo hier. Wir suchen immer wieder nach dieser Spalte. Ein schlauer Leitjan sagte eins. Sollten wir uns da nicht auch nochmal eine Boje hintun? Nee, das finde ich doch sowieso immer wieder. Jo. In your face, du Blödmann. Hier ist es doch. Nein, hier ist es nicht. Leck mich an den Tisch. Ich mach mir gleich die Karte auf. Moment, das mache ich jetzt auch mal eben. Moment. Wenn der Ruckler hier vorbei ist. Nicht abstürzen, bitte. Ich speichere auch nochmal. Bitte warten. Während der speichert, mache ich mal kurz ganz heimlich still und... Mit Photoshop. Leck mich doch am Fuß. Soll ich mit Photoshop öffnen? So. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Das hier ist Let's Play Photoshop. So. Okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mir kurz die Karte geöffnet. Und das sollte erlaubt sein. Und zwar... Da ist unsere Base und das ist westlich davon. Das ist bei dem... Das ist schon ganz richtig eigentlich. Eigentlich waren wir ziemlich richtig. Wir mussten... Ne, da ist... Was ist das? Das sind die Vines? Das ist nicht richtig. Wir müssen nochmal zu diesem Red Grass Gebiet zurück. Das ist... Nee, Moment, ich muss nochmal... Hä? Wo ist denn jetzt die Aurora? Da. So, zu der schwimme ich jetzt nochmal eben zurück. In die Richtung jedenfalls. Und dann müsste eigentlich... Genau, hier ist das Gebiet mit dem roten Gras. Und direkt daran... Hallo? Das war wieder so ein Sandhai. Direkt hier neben. Nach Nord. Ja, Nord. Hey, hallo. Lassen Sie mich mal bitte. Ich gucke gerade auf die Karte. Müsste das eigentlich angrenzen? Ich fahre mal hier die Grenze ab. Müsste eigentlich jeder Moment. Oder bin ich hier falsch? Nee, warte mal. Das ist doch hier. Wenn das Osten ist. Ja. Dann muss ich, jetzt muss ich mal gerade gucken, nach Westen eigentlich nur. Das ist auf der Seite. Ich muss das einmal durchqueren. Ich muss von der Aurora quasi weg. Es gibt ja einen Multiplayer-Mod. Oh, echt? Schreibt der Erik gerade im Chat. Multiplayer-Mod für Subnautica. Oh, boah, krass. Ist gerade gespawnt hier. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, es war schon ganz gut, dass wir das alleine gespielt haben. Weil bei Subnautica gehört das einfach dazu. Ich finde, für mich jedenfalls macht das aus, dass man echt quasi aufgeschmissen ist. Dass man wirklich, um es auf den Punkt zu bringen, am Arsch ist, alleine ist. Und gerade am Anfang hat man ja noch so ein bisschen die Hoffnung von wegen,
Hey, da ist eine Rettungskapsel und da kommt ein Funkspruch. Hallo, hallo, hier bin ich. Ich rette dich. So, ich komme zu dir, ich rette dich. Bis man dann merkt, ey, was ist hier denn los? Also, ja, bis man dann merkt, ich bin hier ganz alleine und das wird sich auch nicht ändern. Und dann dieses Gefühl hat von Einsamkeit oder, ja, das gehört irgendwie mit dazu. Und wenn dann die Sunbeam plötzlich kommt, du einen Live-Funkspruch bekommst von Leuten, die in dem Moment noch leben, wo sie diese den Funkspruch schicken, bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Dann hast du erstmal, da bist du erstmal happy. Nee, ich bin hier nicht richtig. Da bist du erstmal happy und denkst dir, geil, juhu, Funkspruch, ich komme sofort und ich helfe dir, ich muss mich beeilen. Ja, ich will ja jetzt niemanden spoilern, aber man merkt dann halt, jetzt mal kurz die Ohren zu halten, man merkt ja auch da relativ schnell, nein, auch hier habe ich aufs Fressbrett bekommen. Danke, Spiel. Ey, es gibt, kann doch nicht sein, warum finde ich dann das creepige Gebiet nicht mehr? Mann, oh, jetzt geht's mir aber langsam auf den Keks. Naja. Und zu zweit ist das hier eher so ein, dann würde ich fast schon sagen, artet das ein bisschen in ein Casual-Game aus. Wenn er nicht alleine wäre, hätte er seine Kameraden auch noch überfahren. Ja, Pain, Leute, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Wenn ich mich schon teilweise selbst überfahre, dann werden meine Mitspieler davon nicht gefeit. Guck mal, ey, boah, das gibt's doch nicht. Ich mach mein Boot kaputt, weil ich hier alle überfahre. Welcome aboard, Captain. Nicht abstürzen. Brav weiterspielen. Was macht hier ein Whopper? Hey, durch Zufall. So, hier sind wir doch in dem unheilvollen Gebiet und ich glaube, da unten haben wir schon das Richtige gefunden. Guck mal da. Ich glaube, das ist es schon. Ich gucke mich nochmal kurz um, ob die Luft auch rein ist. Keine bösen Viecher. Keine bösen Wörter. So. Das sieht mir danach aus. Nee, das sieht mir nicht danach aus. Oh, da habe ich... Ey. Die haben neue Geräusche bekommen. Wie fies. Ich lade mein Energieschild schon mal auf. Ich dachte echt, dass da unten wäre es schon. Leider nein. Geisterkraut. Ach komm, das ist hier doch die perfekte Geistergegend. Da muss es doch auch Geisterkraut geben. Nee, die großen, die da? Nee, die sind's nicht. Das sind Creepvines. Oder heißt Creepvines auf Deutsch Geisterkraut? Nee, ne? Blutranke. Nee. Ich dachte schon. Boah, Alter, das Geräusch ist ja der Hammer. Jetzt erinnere ich mich. Ich weiß noch, wie wir es im Stream mal gehört haben. Wo es dann irgendwie hieß, ja, da gab es ein Update, pipapo. Und, die haben neue Sounds für... Hast du irgendwas? Nee, das ist nichts, ne? Nein. Für die Whopper, wo ich dann dachte, ja, und jetzt hören wir es am eigenen Leib hier. Live in Farbe und Wund. Ah, da kommt wieder der Zitteraal da vorne. Ach, kann doch nicht sein. Das muss doch gehen. Das ist hier doch das Gebiet dafür. Da vielleicht? Ja, hier sind viele solcher Rankengebilden. Gebildesen. Aber leider nicht die richtigen. Diese ekligen Spinnen. Oh, ich hasse Spinnen. Deshalb war Narcosis auch... Wo? Narcosis war überhaupt nicht schön. Da!
Da, 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 da. Das sieht mir doch danach aus. Ja. Ist die Luft rein? Naja, reiner wird's nicht. Schwupp, Geisterkraut. Jawoll, ja. Ich nehme mir gleich mal zwei mit. Schön. Wunderbar. Jimmy, das kommt in deinen... Boah, dieses... Das kommt in deinen Tank hier, ne? In deinen Frachtraum. So, gut. Können wir gleich mal streichen? Jetzt nur noch Stielauge. Oh, Feckwind ist weg. Oh, Manu. Dr. Schnupp ist dabei. Hallo, Dr. Schnupp und Bobby Boom. Bobby Boom 69. Danke fürs Einschalten, ihr beiden. Und danke fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, euch gefällt's hier. Ich will hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nie geguckt, zum Glück. Würde kotzen. So. Was hast du eigentlich in deinem PC verbaut? Oh, ich hätte jetzt einen blöden Witz. Hardware. Lustig, lustig. Ich habe einen AMD-CPU verbaut. Ich war immer schon ein AMD-Kind. Ich war nie so reich, dass ich mir Intel leisten konnte. Und von daher einmal AMD, immer AMD. Noch kein Ryzen-PC. CPU. Ich liebäugle aber schon damit. Könnte man vielleicht auch, wenn das mit Patreon was wird, ne, hatte ich ja gerade angesprochen, dann würde ich das vielleicht auch in bessere Hardware stecken. Im Moment ist ein... ey, wo fahre ich gerade hin? Ich fahre zur Base zurück, ne? Ja, komm, wir fahren erstmal zur Base zurück. Vielleicht am Boden, dann können wir schon mal ein bisschen suchen. Einen 8-Kerner A4 Gigahertz. Ey, guck mal da! Das sieht doch genau danach aus. Durch Zufall ist es das? Oh ja, ja, du willst damit was spucken. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch sofort wieder weg. Jawohl, Stielauge. Oh, wie geil ist das denn? Einfach so mal eben durch Zufall. Ich bin weg. Tschüss. Oh nein. Aber Jimmy, halt durch. AMD, Phenom. Naja, die Phenoms waren davor. Auf jeden Fall 8 Kerne, 4 GHz und eine GTX 1070 von MSI. Die Z-Gaming bla bla bla. Ich denke, das sind die beiden wichtigsten Dinge fürs Let's Playen. Ist schon gar nicht schlecht, aber ich würde sehr, sehr gerne... Ach, ich habe so viel vor, aber das geht einfach nicht mit einem normalen Budget. Wäre ich jetzt der große, dicke YouTuber, der da richtig... der jetzt wirklich Geld damit verdient, dann könnte ich sagen, hör mal, alles für den Dackel, alles für den Club, sozusagen. Also alles fürs Let's Play. Dann könnte ich da richtig was reinbuttern und könnte meine Ideen, die ich so habe, umsetzen. Aber so, da muss es halt, muss ich halt den Ball flach halten. Zum Beispiel hätte ich gerne zwei, einen ganz kleinen Mini-Rechner, der nur streamt und codiert, quasi für euch jetzt. Und mit dem könnte ich dann auch Konsolenspiele aufnehmen. Das würde ich sowieso sehr gerne machen. Wie oft ich gedacht habe beim Zelda-Let's Play, beim Zelda-Spielen, Breath of the Wild, boah, das könntest du jetzt... Dankeschön. Das könntest du jetzt total gut als Let's Play machen. Kann ich aber nicht. Ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie aufzunehmen. Ja. Naja. Und so... mal gucken. Ey, ich lass mich einfach mal überraschen, wenn das wirklich klappen sollte mit Patreon. Das wäre der Oberhammer. Also es hat ja schon geklappt. Ich meine, wenn die Leute mitspielen, also ihr. Ich will euch da auf keinen Fall unter Druck setzen, aber überweist mir 100 Euro sofort. Nein, Quatsch. Quatschi, quatschi. Probieren kann man es ja mal und ich würde es auf jeden Fall ins Let's Plays stecken. Wie gesagt, zuerst mal in ein besseres Mikrofon und Mischpult, damit ich dann doch noch ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Ganzen. Und dann, das Salz stört mich im Inventar. Ah gut, dass wir Salz gefunden haben. Wir haben so wenig hier hinten drin. Mein Gott, mein Gott. Und generell einfach ein besseres Equipment. Das wäre die erste Anlaufstelle, wo das Geld reinfließen würde. Ist hier noch Platz? Das ist schön. So, und jetzt können wir das nämlich...
Überhaupt nicht schief. Überhaupt nicht schief. Wo ist das Enzym?